Hi, ich bin Markus und in diesem Video zeige ich dir, wie du die visuelle Interaktion in Power BI von Hervorheben in Kreuzfilterung änderst. Dafür starten wir im Power BI Desktop. Ich habe hier einen Power BI Desktop, der bereits mit einem Datenmodell verbunden ist. Und innerhalb dieses Datenmodells werden wir jetzt eine Analyse starten und dafür nehmen wir den Verkaufsbetrag und analysieren den Verkaufsbetrag nach den Produktkategorien. Das Ganze würde ich als Balkendiagramm darstellen. Wir ziehen das Balkendiagramm mal auf den Viertel der Seite. Wir ändern die Sortierung so, dass die höchsten Umsätze oben sind. Dann würde ich in die Formatierung gehen. In der Formatierung würde ich die Datenbeschriftung einschalten, die Titel von den Achsen nehmen, auch die Wertanzeige von den Achsen nehmen, von der X-Achse. Und wenn ich diese Visualisierung so vorformatiert habe, kopiere ich sie und würde hier auf der X-Achse von der Produktkategorie auf die Länder der Kunden wechseln. Ich kopiere das Ganze nochmal und wechsle hier von dem Land auf die jeweiligen Filialen, in denen der Umsatz entstanden ist. Und wir kopieren es ein viertes Mal. Und hier würde ich jetzt anstatt der Filiale den entsprechenden Monat nehmen, in dem der Umsatz erstellt wurde. Da würde ich dann auf das Säulendiagramm wechseln und die Sortierung eben nicht mehr nach dem Verkaufsbetrag machen, sondern nach den Monaten und das Ganze entsprechend aufsteigend sortiert, sodass wir vom Januar bis Dezember die Werte sehen. Und das Schöne bei Power BI ist, dass jetzt diese Grafiken ja schon interaktiv miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich hier eine Kategorie auswähle, werden mir in den anderen Visualisierungen angezeigt, welcher Anteil dieser Kategorie innerhalb der anderen Kategorien ausmacht. Gleichzeitig kann ich auch noch die Steuerungstaste gedrückt halten und die Filterung erweitern, indem ich das in einer anderen Grafik klicke oder in derselben Grafik eine weitere Kategorie hinzunehme und habe hier schon eine entsprechende Interaktion. Möchte ich die Interaktion anpassen, geht das hier über das Menü Format. Da kann ich auf Interaktion bearbeiten gehen. Und wenn ich die aktiviere, sehe ich, dass an jeder dieser Grafiken, außer die, die gerade selektiert ist, diese drei Symbole hier angezeigt werden, indem ich umschalten kann, ob ich eben die Daten hervorheben möchte, ob ich sie filtern möchte oder ob ich keine Interaktion wünsche. Nun ist es so, dass in dieser Voreinstellung ich nun natürlich jede Interaktion mit jeder Grafik anpassen müsste. Und wenn ich das Ganze aber immer aufgefiltert haben möchte, kann ich auch hier in die Datei Optionen gehen. Innerhalb der Optionen für den Bericht gibt es hier die Berichtseinstellung. Und in der Berichtseinstellung finden wir hier unter visuelle Optionen die Einstellung standardmäßig visuelle Interaktionen übergreifend Hervorhebung in Kreuzfilterung ändern. Wenn ich diese Option aktiviere, sehen wir, dass der Bericht einmal kurz neu geladen wird und wir bis auf dem Visuell, wo ich es umgestellt habe oder festgelegt hatte, wir jetzt hier überall direkt die Kreuzfilterung haben anstatt der Hervorhebung, was aus meiner Ansicht auch sehr ansprechend ist, besonders wenn der Größenbereich und in den Werteunterschieden sehr groß ist. So, ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen, um ein bisschen Verständnis zu bekommen, wie man mit der visuellen Interaktion arbeiten kann und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ach ja, und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Bis dann!